höheren Grundrentenzuschlag mit Abgabe einer freiwilligen Steuererklärung sichern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen es oder Sie erinnern sich vielleicht noch daran, was Ende 2023, Anfang 2024 passiert ist. Tausende Betroffene, die einen Grundrentenzuschlag früher bewilligt bekommen haben, haben dann einen neuen Bescheid bekommen und ihr Rentenversicherungsträger hat ihnen mitgeteilt, der Grundrentenanspruch ist entweder gestrichen oder er wurde gekürzt. Und dann ging das ganz große, ich sag jetzt mal, Geschrei los. Die Leute waren wütend. Die haben gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass man mir die Grundrente wegnimmt? Ich habe doch dafür jahrelang gearbeitet. Der Gesetzgeber wollte doch, dass wir hier einen extra Zuschlag bekommen. Aber, meine Damen und Herren, die sogenannte Einkommensanrechnung an den Grundrentenzuschlag hat Ihnen da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt gibt es auch schon eine erste instanzgerichtliche Entscheidung zu dem Thema Einkommensanrechnung und die ganze Geschichte liegt jetzt beim Bundessozialgericht. Es geht da in einem Revisionsverfahren um die Frage, ob Einkommen des Ehegatten an die Grundrente des Berechtigten überhaupt angerechnet werden darf. Aber das hier ist jetzt mal eine ganz andere Frage. Ja, meine Damen und Herren, und ich habe hier einen hochinteressanten Bericht gelesen und den zeige ich Ihnen jetzt gleich auch, und zwar vom Lohnsteuerhilfeverein Bayern e.V. Ja, und dieser Lohnsteuerhilfeverein Bayern e.V., der hat einen wichtigen Tipp gegeben, eine wichtige Empfehlung gegeben und die heißt einfach schlicht und ergreifend, machen Sie eine freiwillige Steuererklärung, meine Damen und Herren. Mit der freiwilligen Steuererklärung haben Sie es möglicherweise in der Hand, erstmals einen Grundrentenanspruch zu generieren, also diesen generell erstmal überhaupt zu haben, obwohl Sie schon längere Zeit Rente bekommen. Dann könnten Sie das mit einem Überprüfungsverfahren bei der gesetzlichen Rentenversicherung oder bei Ihrem Rententräger dann auch beantragen, wenn das feststünde. Oder zweitens, Sie hätten es in der Hand, im Hinblick auf die kommende Einkommensanrechnung ab Januar 2025, hätten Sie es selber in der Hand, hier dafür zu sorgen, dass Ihr zu versteuerndes Einkommen oder das Einkommen des Ehegatten sinkt, indem Sie eine freiwillige Steuererklärung machen. Und das ist ein wertvoller Hinweis, ein wertvoller Tipp, meine Damen und Herren. Und das sollten Sie sich vielleicht mal bitte hier anschauen. Ich mache das mal noch ein bisschen größer. Das können Sie auf der Internetseite vom Lohnsteuerhilfeverein Bayern e.V. wirklich wunderbar nachlesen. Die schreiben hier, mehr Grundrente mit einer Steuererklärung korrekt ist. Knapp 1,1 Millionen Menschen erhalten zusätzlich zu ihrer Rente diesen sogenannten Grundrentenzuschlag. Grundrentenzuschlag wird gezahlt, wenn Sie mindestens 33 Jahre sogenannte Grundrentenzeiten nachweisen können und Sie hier unterdurchschnittlich verdient haben, also nicht mehr als 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr verdient haben. Dann steht Ihnen ein Grundrentenanspruch zu. Erst einmal generell steht er Ihnen zu und dann wird in einer zweiten Stufe dann geprüft, ob Ihr Einkommen oder Ehegatteneinkommen angerechnet werden kann, und zwar zu versteuerndes Einkommen. Ja, und schrillen bei mir schon die Alarmglocken. Zu versteuerndes Einkommen heißt ja, dass das Einkommen ist, was durch die Hände des Finanzamtes, also Ihres Finanzamtes gegangen ist und hier eventuell schon Steuererklärungen vorliegen oder keine Steuererklärungen vorliegen. Und der Lohnsteuerhilfeverein sagt schlicht und ergreifend, dass eine Steuererklärung, da hat er auch tatsächlich recht, nur dann verpflichtend ist, wenn die Einkünfte jährlich über den Grundfreibetrag liegen, also die zu versteuernden Einkünfte liegen. Dieser wird jährlich, aktuell liegt er bei 11.604 Euro, der soll ja nochmal erhöht werden auf 11.700 und ein paar Äpfelstückchen für dieses Jahr. Und das entspricht ungefähr monatlichen Einkünften von 967 Euro. Ja, meine Damen und Herren, die Grundrente sorgt immer wieder für große Probleme und deshalb können wir Ihnen nur empfehlen, dass Sie hier bitte noch bis zum
bitte dafür sorgen, jetzt noch, also praktisch im August 2024, dafür sorgen, dass Sie bitte eine Steuererklärung abgeben, und zwar die freiwillige Steuererklärung. Sie sind ja nicht verpflichtet, unbedingt eine Steuererklärung abzugeben. Wenn Ihre Einkünfte darunter liegen, ist es gar kein Problem. Dann haben Sie wahrscheinlich keine Sorge, dann wird da nichts angerechnet an die Grundrente. Wenn Sie alleinstehend sind, sind die Freibeträge da auch gesetzlich entsprechend da. Ich sage Ihnen gleich, wie hoch die sind. Aber letzten Endes ist es so, wenn Sie keine Steuererklärung abgegeben haben, dann verwendet die Deutsche Rentenversicherung Daten, die einfach vorliegen. Und dann gucken die einfach, was hat der Ehegatte für eine eigene Rente? Hat er da noch Betriebsrenten? Was haben Sie für eine Rente? Haben Sie Altersvorsorge, Renten? Ja, zum Beispiel aus Pensionsfonds, aus Pensionskassen und so weiter. Und dann berechnet die deutsche Rentenversicherung das zu versteuernde Einkommen, indem die ganz einfach dann von diesen Beträgen letzten Endes Kranken- und Pflegebeiträge abziehen und den Rentenanteil und den steuerfreien Rentenanteil auch noch abziehen, und dann werden Freibeträge für Riester-Renten und für betriebliche Renten noch mit abgezogen, die Werbungskostenpauschale 102 Euro und der Sonderausgabenabzug 36 Euro auch. So, und mehr wird dann steuerlich nicht berücksichtigt. Und das kann unter Umständen für Sie ein Riesenproblem werden, meine Damen und Herren. Denn wenn Sie nämlich eine freiwillige Steuererklärung abgeben würden, dann können Sie viel, viel mehr absetzen, ne? Und darauf verweist auch der LOHI, und der sagt ganz einfach, dass im Rahmen einer Einkommensteuererklärung natürlich viel mehr abgesetzt werden kann als nur die Pauschbeträge 102 Euro und 36 Euro. Das ist ja völlig lächerlich, sondern Sie können Kranken- und Pflegebeiträge abziehen, private Versicherungen können Sie abziehen, wie Haftpflichtversicherung, Tierhalterhaftpflicht, Unfallversicherungen, Kfz-Versicherungen, eventuell auch Krankheitskosten, Brillen, also Ausgaben für Zahnersatz, Brille, Rollator, Medikamente, möglicherweise sogar der Treppenlift, dann die Kosten eines Pflegeheims. Das könnten Sie alles sozusagen mit absetzen. Natürlich auch Werbungskosten absetzen, wie zum Beispiel Steuer- und Rentenberatungskosten, Handwerkerkosten und. Da gibt es wirklich einen großen Gestaltungsspielraum. Und damit könnten Sie Ihr zu versteuerndes Einkommen nach unten senken, meine Damen und Herren. Und das würde wiederum dazu führen, dass Sie vielleicht sogar auch erstmals einen Grundrentenanspruch erwerben. Ja, und das ist doch mal, das wäre doch mal eine tolle Sache, wenn man dort sozusagen selbst aus eigener Kraft dann hier handelt und dann aktiv wird und hier dafür sorgt, dass Vater Staat, also die deutsche Rentenversicherung, Ihnen auch einen Zuschlag gewährt oder aber der Zuschlag tatsächlich 2025 sich erhöht, den Sie bekommen. Na? So, das heißt also, im Rahmen der Grundrente müssten Sie selber, wenn ein Anspruch schon mal bewilligt worden ist, nicht mehr tätig werden. Die Frage ist dann immer nur, wird er ausgezahlt wegen der Einkommensanrechnung? Und wie ich gerade eben gesagt habe, haben Sie es ja wirklich in der Hand, eine freiwillige Steuererklärung abzugeben. Und die freiwillige Steuererklärung, die Frist für das Jahr 2020 läuft am 31.12.2024 ab. Und die Steuererklärung für das Jahr 2021 und 2022 und 2020 sind sogar dieses Jahr noch möglich. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem, das ist das sogenannte Hase-und-Igel-Spiel, ja? Oder Running Gag genannt, wie auch immer. Sie müssen sich beeilen, meine Damen und Herren. Denn die deutsche Rentenversicherung ruft die Einkommensdaten von den Finanzbehörden am Stichtag 31.12.2024 ab, elektronisch. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Und zu diesem Zeitpunkt muss ein Steuerbescheid vorliegen, damit er sozusagen in die Datenlage der Rentenversicherung mit einfließt. Und der LOHI Bayern, und dem schließe ich mich an, empfiehlt daher Rentnern, sich mit der Steuererklärung zu beeilen. Fest steht, dass der Grundrentenzuschlag ja nicht fix ist, der kann auch schwanken. Und eine Neuberechnung des Grundrentenzuschlags erfolgt ja immer am Anfang des Jahres, das heißt also am 01.01.2025. Und wenn Sie bisher noch keinen Grundrentenanspruch hatten, dann kann es sein, dass durch Ihre freiwillige Steuererklärung jetzt auf einmal ein Grundrentenanspruch entsteht, meine Damen und Herren. Und deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, das
bitte zu prüfen. Dann müssten Sie auch einen entsprechenden Antrag beim Rentenversicherungsträger als Überprüfungsantrag stellen. Von sich aus macht der das nämlich nicht, wenn noch kein Grundrentenanspruch vorgelegen haben sollte. Ja, meine Damen und Herren, wie hoch sind denn nun eigentlich die Freibeträge für das zu versteuernde Einkommen? Beim Grundrentenanspruch im Jahr 2024 beträgt das zu versteuernde Einkommen oder das maximal anrechnungsfreie zu versteuernde Einkommen für alleinstehende Rentnerinnen und Rentner bei maximal 1.375 Euro monatlich. Bei verheirateten oder eingetragenen Lebenspartnerschaften liegt es bei 2.154 Euro. Bis dahin wird nichts angerechnet. Einkünfte, die über diesen Freibeträgen liegen, werden dann zu 60% angerechnet. Liegen dann die Freibeträge oder liegen dann die zu versteuernden Einkünfte bei Alleinstehenden über 1.759 Euro und bei Ehegatten über 2.530 Euro, wird das, was da drüber liegt, dann zu 100% auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß jetzt schon, dass, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir bald wieder viele E-Mails bekommen werden, A, zu diesem Thema, das ist ganz klar, und B, natürlich auch dann Ende des Jahres zum Thema, warum hat man mir meinen Grundrentenzuschlag weggenommen oder diesen gekürzt, das ist ja eine Schweinerei. Ja, es ist einfach so, die Einkommensanrechnung macht das möglich, von dem propagierten über 2 Millionen Grundrenten Berechtigten, Begünstigten bekommen in Wahrheit nur knapp über die Hälfte diesen Grundrentenzuschlag. Die Einkommensteuererklärung ist ursächlich entstanden durch den Druck der CDU auf die SPD. Ansonsten hätte es, wenn es die Einkommensteuererklärung für den Grundrentenzuschlag nach § 97a so nicht gegeben hätte, hätte es auch keine Einigung über die Grundrente gegeben. In den damaligen ersten Entwürfen zum Grundrentengesetz war von einer Einkommensanrechnung per se erstmal nicht die Rede. Aber Hubertus Heil hat hier sozusagen dem Druck der CDU nicht standgehalten und musste diese Einkommensanrechnung dann letzten Endes in die Gesetze mit reinnehmen. Das sollte nur noch mal als Erklärung dafür dienen, warum es überhaupt die Einkommensanrechnung gibt. Und leider ist es so, dass Einkommen von Ehegatten mit angerechnet wird und Einkommen von nicht verheirateten Ehegatten oder von nicht verheirateten Lebenspartnern, die nicht in eine Lebenspartnerschaft eingetragen sind, das wird auch nicht angerechnet. Also das ist ja eigentlich eine Frechheit, meine Damen und Herren, dass man hier diesen Unterschied macht. Wenn ich also sozusagen in wilder Ehe mit jemandem zusammenlebe, nicht verheiratet bin oder keine eingetragene Lebenspartnerschaft habe, dann wird das Einkommen von dem anderen nicht angerechnet. Wenn ich aber mit einem Ehegatten zusammenlebe, wird es angerechnet. Begründung dafür ist ja, dass ich letzten Endes über das Ehegatteneinkommen ja auch finanziell besser abgesichert bin, im Fall aller Fälle, eherechtlich gesehen, da einfach besser gestellt bin. Das halte ich aber für sehr weit hergestellt. Diese Erklärung, die da auch von Gerichten gefunden worden ist, halte ich für höchst problematisch. Und deshalb ist diese ganze Sache auch im Rahmen der Einkommensanrechnungsprüfung als Revision beim BSG anliegend. Wann der 5. Senat entscheidet, ich weiß es nicht, aber schauen wir mal. Ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie sich bitte diesen spannenden Bericht auf der Internetseite vom Lohnsteuerhilfeverein Bayern wirklich mal durch. Der ist vom 6.8.2024, also brandaktuell sozusagen, und zwar unter der Rubrik Steuertipps. Ich habe hier oben meine Maus mal dahin geführt. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema Einkommensanrechnung und freiwillige Abgabe, freiwillige Steuererklärung zur Absicherung des Grundrentenanspruchs oder Erhöhung des Grundrentenanspruchs. Alles nachzulesen auch auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.